Ich wünsche uns einen schönen Abend. Voller Geschichte. Ein Sturm zieht auf über Bermuda-Eck, die Wolken verdunkeln die Sonne. Wer das kurze Streichholz zieht, der weckt den Kapitän und die französische Nonne. Mit zu wenig Schlaf und zu viel Rum im Blut ist der Alte nicht mehr Herr der Lage. Setzt die Segelmatrosen volle Fahrt voraus, alle Mann in die Takelage. Die Ruhe vor dem Sturm, die Segel hängen schlaff in den Seilen. Wer jetzt keine gute Idee hat, der sollte sich mit dem Denken beeilen. Als ob jemand ein Zeichen gibt, bricht das Unwetter aus und die Panik. Rette sich, wer kann, ruft der Käpt'n, ihr hilft uns keine Mechanik. Der letzte Sturm hat eine Sandbank gebaut als Rettungsinsel für schlechte Zeit. Nur wer den Geistern und Kobolden traut, wird einen Platz auf der Insel erhalten. Die Planken ächzen und es knarrt in den Masten, die Takelage bricht. Wer kann, wird sich in ein Beiboot tasten und wer nicht, der macht den Fisch. Der Kapitän bricht, der Großbaum das Kreuz, der Nonne bricht das Herz. Im Februar wären sie an Land gegangen, die Geburt wäre im März. Der letzte Sturm hat eine Sandbank gebaut als Rettungsinsel für schlechte Zeit. Nur wer den Geistern und Kobolden traut, wird einen Platz auf der Insel erhalten. Das Schiff sinkt schnell mitsamt der Mannschaft, die Nonne hält sich weiterhin oben. Das Meer wird wieder zur spiegelnden Landschaft, als die Nebel sich verzogen. Wenn man Gott anruft, aber der Herr nicht da ist, ist der Teufel immer schnell zur Stelle. Die Hoffnung auf Leben ist im Sterben doch größer als die Angst vor der Hölle. Ein Schwimmzug entfernt, doch wie aus dem Nichts, die Insel auf und verheißt Rettung. Und die Nonne mit dem Kind im Bauch spürt, Rettung ist ungleich Erlösung.